Jury, Beweiswennerrede komme. Mein Name ist Schenga Alexandra, ich bin 15 Jahre alt und besuche derzeit die 10. Schulstufe des Ellerlingens Gymnasium. Heute werden Sie meine Rede zum Thema Widerstand brauchen wir Helden, Heldinnen in den Sprachen Deutsch und Rumänisch hören. Warum? Was wir heutzutage erleben und wie sehr sich unser Leben in den letzten paar Wochen verändert hat, fordert uns nicht nur unser Verhalten, sondern insbesondere unsere Werte zu überprüfen. Denn diese neuen Werte fordern einen neuen Heldentyp. Ce ce trăim în ultimele zile, nu doar că ne-a schimbat radical modul de viață, dar ne determină să plecăm în călătoria și în căutarea unui nou set de valori. Iar aceste valori au nevoie de un nou tip de eroi. La fel și eu am plecat în călătoria mea virtuală în descoperirea acestor eroi. Călătorie pe care aș dori să o împărtășesc cu dumneavoastră în următoarele minute. Heute stehe ich als 2020 Sachs-Multikandidatin vor Ihnen. Vor weniger als zwei Monaten fand ich heraus, dass es mir gelang, die Regionalrunde dieses Wettbewerbs zu bestehen. Wow, ich bin im Rennen für die Endrunde? Daher habe ich hart dafür gearbeitet, habe mir viel Mühe gegeben, aber habe auch natürlich vieles aufgegeben, um mich auf diese Rede zu konzentrieren. Die Wörter und Sätze kamen aus dem Nichts und mein Papier schrieb sich praktisch von selbst. Alle Helden aus meiner Kindheit, die Prinzessinnen, die Prince Charmings, die nicht nur sich selbst, sondern das gesamte Königreich retteten, unzählige Ritter, die drei Musketiere oder Robin Hood. Toți aceștia au fost eroi adevărați care au adus maselor libertate, pace și speranță. Oare nu aceasta e cea mai bună definiție a unui erou? Oare nu e acela care face soarele să strălucească sau păsările să ciripească? Nu e acea persoană la vederea căreia fiecare schitează un zâmbet? Aber gilt dies auch für unsere moderne Welt? Ich denke, wir suchen nach Charakteren, die unsere fehlenden oder gewünschten Eigenschaften und offenbaren und uns über richtig und falsch aufklären. Diejenigen, die mit uns die Geheimnisse eines erfolgreichen Lebens teilen und uns helfen, Schwierigkeiten zu überwinden. Helden retten uns, wenn wir in Not stecken, und sie bringen uns rauf, wenn wir tief gesunken sind. Sie bringen Hoffnung, sie bringen Licht in eine dunkle Welt. Și chiar mai mult de atâta, eroii au o viață plină de dramatisme și povești uimitoare. Sunt bogați, își petrec vacanțele pe plăji însorite și au o sănătate de invidiat. Întotdeauna pregătiți să ne rezolve problemele cu mintea lor sclipitoare. Acești eroi aduc justiție. Egal dacă ești un vecin zgomotos sau un criminal cinic, ei sunt mereu prezenți să împartă dreptate acolo unde sistemul a dat greș. Nach ein paar Tagen war ich bereit, meinen endgültigen Entwurf zu lesen. Er klang professionell, er klang bereit zur Auslieferung. Und als ich mein aufgenommenes Video hatte, fühlte er sich so gut an. Es fühlte sich so gut an. Für ungefähr 30 Sekunden. 30 Sekunden war ich auf den Haufen meiner Erfüllungen dieser Reise. 30 Sekunden raste mein Herz, als ich zum Gedanken kam, dass ich die nächste Sachs-Multi-Gewinnerin sein könnte. Eine Heldin sein. Aber es musste die 31. Sekunde kommen. Und in dieser 31. Sekunde setzte ich mich in mein Bett, schaute auf mein Papier, sah all meine Helden aufgelistet und fühlte nichts. Das ist es. Das wird mein Vermächtnis nach diesem Wettbewerb sein. 30 Sekunden der Wertschätzung. Oder dachte ich vielleicht, dass durch das Aufsetzen der Namen auf der Liste alle Probleme der Welt verschwinden würden. Und dann traf es mich. All die harten Arbeitsstunden und all die guten Dinge, die die Helden tun oder getan haben, sind nichts wert. Nicht mal in meinem Herzen. Warum? Ist hart arbeiten nicht gut? Doch ist es. Dar acest efort nu trebuie făcut doar pentru a ne atinge cu orice scop prețul, obiectivul, neglijând în această călătorie relațiile cu cei dragi de lângă noi. Aber woher kommen diese Gedanken und Träume? Wartet kein Prinz Charming auf mich? Și în acel moment am realizat adevărul. Noi oamenii am preferat întotdeauna să avem o viață mai bună sau aventuroasă ca a vechilor eroi, în locul relațiilor cu cei dragi de lângă noi. In diesem Moment wurde mir klar, dass die wahren Helden uns nicht vor Monster retten, die auf unbekannten Inseln oder unter unseren Kinderbetten lauern sind. In diesem Moment habe ich eine Lektion gelernt. Und eine gelernte Lektion sollte eine geteilte Lektion sein. Also lassen Sie uns die Eigenschaften der Helden nochmal kurz zusammenfassen. Heilung, Hoffnung, Überleben, Sicherheit. Erkennen Sie die wahren Helden von heute? Ich schon.
Und deshalb geht es in meiner Rede nicht um irgendwelche Helden aus Büchern oder von Instagram. Deshalb landete mein erstes Papier im Korb. Meine Helden tauchen nämlich zu jeder Stunde auf jedem Bildschirm auf. Ärzte, Krankenschwestern, Lehrer, Beamte, Verkäufer. Adevărații sunt cei care influențează și schimbă viața semilor într-un mod pozitiv. Și nu doar pentru că lucrează până la epuizare să ne țină în viață și în siguranță. Ei ne arată că a fi erou nu înseamnă să ai bani, succes sau recunoaștere. În aceste zile de izolare, gesturile acestui nou tip de eroi ne împing să luăm telefonul și să ne uităm pe Instagram și să sunăm un prieten cu care n-am mai vorbit de foarte mult timp. Să le arătăm părinților noștri respectul pe care îl merită. Sau să ne închinăm în fața profesorilor la care niciodată nu i-am apreciat sau le-am mulțumit. Haideți să tragem o concluzie. Dorința de a avea noi eroi nu a pus și nu va pune niciodată. Dar pentru mine e clar că nu eroi cu un zâmbet de Superman aduc calitățile pe care societatea le venderează și de care are nevoie. Wir brauchen Helden. Avem nevoie de eroi. Dar nu ne mai imaginăm personaje grandioase, cunoscute sau dramatice. Ne dorim oameni care arată exact cum suntem noi, cum sunteți voi sau ei. Die neuen Heldentypen sind erschöpft. Sie arbeiten Tag und Nacht und haben ein niedriges Lächeln. Aber sie sind diejenigen, denen wir uns anvertrauen. Wir freuen uns, wenn sie uns gute Nachricht bringen. Dies sind die Menschen, die heroisch die Fackel der Hoffnung hochhalten. Heutige Helden testen Grenzen und halten sich nicht immer an Spielregeln, aber um uns Menschen zusammenzubringen. Ich wäre vielleicht kein Arzt, keine Krankenschwester, kein Lehrer oder Polizist. Aber ich weiß, dass Sie die Tugenden haben, die ich suche. Ich weiß, wie ein echter Held aussieht. Und was noch wichtiger ist, ich bereue nichts in der 31. Sekunde. Danke.